Ich sitze jetzt hier mit Edda und mit Hubert von DigiClash und meine erste Frage wäre schon, wie wurdet ihr eigentlich für das Experiment gecastet? Ach ja, gecastet wurde ich witzigerweise so oft wie noch nie in Hamburg und dann musste ich nach, wo war das? Düsseldorf oder kommen? Und dann haben wir in Duisburg gedreht, bis die dann gesagt haben, ja, okay, die Oma wollen wir. Ja, es war so, dass auch bei mir dreimal so ein Castingtermin gewesen ist. Sie suchten Senioren, die wenig oder keine Erfahrung mit digitalen Medien hatten. Das war die Sache. Habt ihr bei dem Experiment dann vielleicht auch was lernen können? Oh ja, erstens mal von der Technik ganz abgesehen, meine Enkel besser zu verstehen und dann von der Technik her auf jeden Fall, obwohl ich einiges übertrieben fand, aber also ich fand es gut, man muss ja nicht stehen bleiben, ne? Auch nicht im Alter, auf keinen Fall, oder? Ja, also ich denke, das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man dann irgendwann sagt, das reicht für mich, weil dann hat man auch wirklich den Anschluss verloren. Mhm. Also ich war schon ein großer Technik-Skeptiker gewesen, aber nach der Sendung habe ich mir gleich so ein ordentliches Smartphone geholt und mache jetzt auch Online-Banking. Und nutzt ihr einige dieser Dinge, die ihr da ausprobiert habt, jetzt vielleicht auch heute noch? Och, was wir da ausprobiert haben. Nein, also ich putze meine Zähne mit einem normalen mit einer normalen Zahnbürste. Ich wiege mich auch auf einer normalen Waage. Also ich bin jetzt am Überlegen, was war denn dann, was man noch nehmen könnte? Diese abgefahrene Küchenmaschine da. Ich weiß, ich kenne viele, die jetzt solche Maschine haben, aber die haben eine schriftliche Anleitung und wir hatten ja die nicht. Wir mussten ja alles ausprobieren, genau. Das war ja schwieriger. Habe ich auch nicht, ich koche also auch noch selbst. Aber obwohl, mir fällt jetzt nicht ein, auch nicht solchen Hund. Wenn, dann hätte ich lieber gerne einen Hund zum Streicheln. Aber Tiere gar nicht mehr in dem Alter, das würde ich denen nicht antun wollen. Aber ich bin, sagen wir mal, wenn ich auch nichts davon jetzt akut neu habe, ein aktuelles Handy sowieso, ein neueres, aber ich bin aufgeschlossener geworden, auf jeden Fall. Die meisten Sachen waren da jetzt schon ziemlich abgefahren, also kann ich mir vorstellen, dass man das doch nicht so nutzt. Das wäre mir auch wirklich zu viel gewesen. Mhm. Also alles nur per Sprachbefehl, ne? Also die Beleuchtung regulieren mit Sprachbefehl. Dieser Kühlschrank, diese Bestellung da aufgeben. Also wir haben dann uns auch noch vertippt gehabt und haben dann zu viel Zwiebel bekommen. Also haben wir das abgeschickt gehabt und haben gar nicht gecheckt, dass wir da zweimal getippt hatten für das Rezept. Also, nee. Ich denke mal, wie diese Bestellung, die man jetzt von unterwegs haben kann, dass vielleicht das für Berufstätige gut ist. Die sagen aus dem Büro oder aus der Firma, ich bestelle schon mal, wenn ich nach Hause komme, ist das Essen da. Aber für uns Rentner ist das eigentlich nicht so sinnvoll, ne? Dann. Ja. Und habt ihr jetzt auch mehr Verständnis für die Jugend und ihre Mediennutzung? Ja, also da profitieren meine Enkel schon von. Das muss ich zugeben. Man sieht ja doch viele Dinge anders, wenn man damit konfrontiert wird oder sich damit auseinandersetzen muss. Gut, ich finde es teilweise noch übertrieben und sage also zum Essen hier, die Handys weg, ausgestellt. Aber ich sitze auch laufend oft mit dem Handy und gucke, was ist. Also mir fiel auf der Fahrt hierher im Zug auf, da saß eine Frau ohne Handy. Eine ältere, ne? Also selbst ich habe es öfter in der Hand. Auf jeden Fall. Ja, es ist tatsächlich so, dass man, wenn man dann mit diesen Dingen zu tun hat, auch besser Verständnis entwickeln kann für die Kinder. Also ich habe auch gesagt, wie ich da von diesen Apps erstmal gehört habe. Gell? Also am Anfang wusste man gar nicht, was eine App ist und was für coole Dinge es da gab, ja, wo man da so
Gesicht dann verändern konnte oder auch tauschen konnte, gell, wie wir das gemacht haben. Andere Frisur und Bart. Also da haben wir schon gedacht, das ist schon eine Verlockung für die Kinder und wer will denen das verbieten? Es kommt eben auf das Maß an. Ja? Ja. Auch diese virtuelle Brille, mit denen wir diese Challenge bestehen mussten. Also das ist ja auch ganz eine abgefahrene Geschichte, gell? Wenn man das mal gemacht hat. Das war toll. Ja. Also zum Beispiel diesen Wettbewerb, den wir da gemacht haben, die haben in Natur eine Wand aus der Erinnerung das DigiClash-Symbol machen müssen und wir haben das dann virtuell gemacht. Das hat genauso funktioniert. Wenn man den Abstand nicht richtig hatte, ist die Farbe runtergetropft und so. Also das ist toll. Das ist eine tolle Sache. Also muss ich sagen. Das war toll. Also ich muss sagen, WhatsApp, meine Kinder haben mir Facebook mal eingerichtet, brauche ich gar nicht mehr Fotos schicken und das alles über WhatsApp. Das geht ratzfatz und das finde ich super. Also absolut, möchte ich nicht mehr missen. Mhm. Das gibt es gar nicht. Hätte ich nie gedacht vor 5 Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte. Und wir haben, wie gesagt, für uns so eine Ach so, Gruppe. Auch. Ja, wir auch miteinander. Und dann haben wir das für die Familie, also wir haben 3 Söhne und 7 Enkelkinder, da haben wir eine Gruppe und dann stellen wir die Fotos rein und alle haben die zur gleichen Zeit verfügbar. Und die, ja. Ach so, ja, Mikrofon. Sonst versteht man sie nicht. Also, okay. Also gesagt, wir haben diese WhatsApp-Gruppe für uns privat nach der Sendung eingerichtet, aber wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe geschaffen für die Familie. So haben alle immer den gleichen Kenntnisstand, ja, und haben auch die Fotos dann verfügbar. Also es ist schon praktisch. In jedem Fall. Okay, ja, das war's schon. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Also gern, nee, es hat mir Spaß gemacht und ich wünsche euch toi toi toi, bleibt technisch dabei, nicht übertreiben, ja, das typische Oma, ich weiß, aber nee, man muss schon aufgeschlossen sein, finde ich super. Danke. Gut. Cool.